Wenn du Probleme hast, deinen Po aufzubauen, dann solltest du diesen Fehler, den ich bei sehr vielen Frauen beobachten kann, unbedingt vermeiden. Und zwar setzen viele Sportlerinnen die Anstrengung während einer Übung mit dessen Effektivität gleich. Wenn's brennt, dann muss es doch wirken, oder? Nicht ganz, bei einem Marathon zum Beispiel werden dir nach einer gewissen Zeit die Beine ganz schön brennen und es wird natürlich auch richtig anstrengend, aber dennoch wirst du keinen großen Muskelaufbau erfahren. Effektive Übungen sind anstrengend, aber anstrengende Übungen sind nicht unbedingt effektiv. Aber was zeichnet eine effektive Übung denn dann aus? Ein sehr wichtiger Faktor ist die Range of Motion, auch Bewegungsumfang genannt. In der Meta-Analyse von Pallares und Kollegen aus dem Jahre 2021, in der 16 Studien analysiert wurden, kam heraus, dass die volle Range of Motion, also die Bewegung über den kompletten Umfang, immer effektiver ist als halbe Range of Motion. Alle Parameter wie Kraftzuwächse oder Muskelaufbau waren durch Full Range of Motion Training signifikant besser. Wenn du also Übungen ausführst, die eine schlechte Range of Motion bieten, dann kann der Muskel noch so viel brennen, der daraus resultierende Muskelaufbau ist dennoch deutlich schlechter. Viele Trainierende nutzen jedoch nicht mal die halbe Range of Motion. Ein gutes Beispiel hierfür ist der sogenannte Crab Walk. Der einzige Grund, warum der Po hier trainiert wird, ist das Abspreizen des Beines. Schaut man sich den Umfang der Abspreizung an, dann wird man feststellen, dass nicht mal die Hälfte des möglichen Umfangs genutzt wird. Und dementsprechend baut diese Übung auch nur sehr schlecht Muskulatur auf. Wichtig ist einfach nur, dass du das Konzept dahinter verstehst. Wenn dir die Übung total viel Spaß macht oder du sie aus irgendeinem Grund machen möchtest, dann go for it. Ein weiteres Beispiel sind isometrische Übungen, die gar keine Range of Motion, also keine Dehnung und Kontraktion beinhalten. So sind Stabilisationsübungen wie zum Beispiel Planks deutlich schlechter für den Muskelaufbau als Full Range of Motion Übungen. Dies konnte auch die Studie von Takai und Kollegen aus dem Jahre 2017 bestätigen. In der Studie wurden 28 männliche Fußballspieler in drei Gruppen per Zufall eingeteilt. Gruppe 1 führte die Übung mit der vollen Range of Motion aus, Gruppe 2 fokussierte sich auf isometrische Übungen wie Planks und Gruppe 3, die Kontrollgruppe, führte gar kein Training für den Bauch aus. Alle Gruppen absolvierten täglich dasselbe Fußballtraining und die zwei Trainingsgruppen zusätzlich zweimal pro Woche die beschriebenen Übungen. Und hier kommt schon das Ergebnis: lediglich die Gruppe Nummer 1, die den Bauch über den vollen Bewegungsumfang, also die volle Range of Motion, trainierte, konnte Muskelzuwächse des Rectus Abdominis verzeichnen, also der geraden Bauchmuskulatur. Und auch hier gilt wieder: Planks sind natürlich nicht schlecht, aber es gibt einfach für den Muskelaufbau viel bessere Alternativen. Wenn du also zum Beispiel besser im Planken werden möchtest, dann musst du natürlich auch öfters Planks ausführen. Und bevor jetzt jemand sagt, aber die Übung XY, die ist so funktional, was gibt es Funktionaleres, als die anatomische Funktion der Muskulatur zu nutzen? Und auch die Übertragung in den Alltag ist bei isometrischen Übungen nicht unbedingt gegeben, denn du bewegst dich natürlich auch im Alltag. Du gehst in die Hocke, du hebst etwas auf oder du setzt dich aufs Sofa. All diese Bewegungen involvieren letztendlich Dehnung und Kontraktion. Der Großteil deines Trainings sollte also Übungen mit der vollen Range of Motion beinhalten. Natürlich ist es wichtig, dass du nur den Bewegungsumfang nutzt, den deine Mobility, also deine Beweglichkeit, auch wirklich zulässt. Selbstverständlich muss dein Training dich aber dennoch immer stark fordern. Full Range of Motion Training ist aber nicht weniger anstrengend, im Gegenteil. Es kann aber sein, dass du ein bisschen weniger Brennen verspürst, weil du dich nicht die ganze Zeit im Bereich der Muskelkontraktion aufhältst. Ich hoffe, das Video konnte dir weiterhelfen. Lass mir super gerne Feedback in den Kommentaren da und folge diesem Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Video.